Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines DB BR766.2 Steuerwagens geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Wir müssen die Stromversorgung in diesem Fahrzeug einschalten. Gehen Sie zum Schaltschrank. Stellen Sie den Batterieschalter auf ein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Der Zug ist bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Dies wird durch den Hauptschalter gesteuert. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Leistungsregler, um Kraft aufzubringen und loszufahren. Achten Sie während der Fahrt darauf, dass Sie Ihre Geschwindigkeit und die Höhe der Stromzufuhr überwachen. Wenn zu viel Leistung von diesem Steuerwagen angelegt wird, kann dies dazu führen, dass die Fahrmotoren der hinteren Lokomotive abschalten und keine weitere Leistung mehr angelegt werden kann. Dies ist beim Betrieb eines Zuges mit einer BR-146.2 nicht der Fall. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden.
Sie nähern sich nun dem ersten Halt. Wenden Sie ein wenig Bremskraft mit der Zugbremse an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Wir werden nun die Traktionssperre und das Wiederanfahren des Zuges besprechen. Eine Traktionssperre kann auf verschiedene Arten in Kraft treten. Wenn Leistung angelegt wird, während die Bremsen noch angezogen sind, wird die Traktionssperre aktiviert. Ein weiterer Fall, in dem dies geschieht, ist, wenn Leistung angelegt wird, während die Fahrgasttüren noch entriegelt sind. Um eine Traktionssperre zu simulieren, müssen wir zunächst die Zugbremse voll anlegen. Als nächstes müssen wir etwas Leistung aufbringen, um die Traktionssperre auszulösen. Die Traktionssperre ist nun ausgelöst worden. Dies wird auf dem HUD durch einen roten Umriss in der Leistungsanzeige dargestellt. Um eine Traktionssperre zu überwinden, muss sichergestellt werden, dass keine Leistung anliegt. Stellen Sie den Leistungsregler zurück in die Position aus. Zum Schluss müssen wir sicherstellen, dass die Zugbremse sich in der Position Lösen befindet. Gut gemacht. Die Traktionssperre ist nun gelöst und wir können die Fahrt fortsetzen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.